Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch auf dem Weg, um ein Messer von einem Mottenpriester zu finden. Dafür sind wir gerade nach Falkenring gereist, wo wir gerade waren, und werden jetzt weitergehen. Und das Ganze startet jetzt. So. So. Das ist hier ein kleines Böckchen. Cool, hier so ein bisschen durch die Gegend zu reißen. Ne? Da komme ich anscheinend gar nicht hoch. Vielleicht hier. Und da hoch? Wäre ja optimal. Außenrum einmal. Würde mich jetzt sehr, sehr nerven. Ne, da geht's nicht hoch. Das ist ja ärgerlich. Und da vielleicht hoch? Soll man so außen rumkommen? Wäre ja nicht verkehrt. Ne, kommen wir noch nicht. Okay. Da müssen wir einmal außen rumlaufen. Das ist ja echt blöd. Naja. Lässt sich nicht ändern. Wir machen. Ja, ist ja gut. So, dann gehen wir hier halt außen rum einmal. Ist ja auch eine schöne Landschaft. Kann man sich ja auch mal antun, ne? Ja. Eine Falle aus hier oben. Nur Gegner. Oh! Oh! Miese Dinger! Wenn ihr wollt, wehren wir uns. Und zwar auf meine Art. Mit meinem Schwert. Und ein bisschen Flammen? Also davon. Ach guck mal, der hat sich schon getötet. Ja, relativ schnell. Ja. Ihr seid jetzt nicht wert, bekämpft zu werden. Ich habe immer einen kleinen Bären gefunden, ne? So, wir müssen jetzt irgendwie hier rüber, weil wir sind dann sonst wieder auf dem falschen Weg und müssen 3 Kilometer einmal um den Berg laufen. Da haben wir keine Lust zu. Wir finden hier rüber. Müsste ja möglich sein. Oder? Ja, ich denke mal, da geht's längs. Überraschung für dich. Mein helles Licht sehen. Ja, überall trifft man Banditen, ne? Muss man echt aufpassen. Mal kurz wieder heilen. So. Stecken. Das ist auch ein riesen Land, dieses Skyrim, ne? Muss ich einmal wieder erwähnen. Gigantisch groß. Oh. Wir kommen auch dicht daran langsam, oder? Frage, wie wir da am schnellsten hinkommen. Kommen wir da hoch? Natürlich ideal. Ich glaube aber nicht, das sieht schon wieder so steil aus. Nee. Einen Weg da hoch. Ich bin da richtig, relativ dicht dran, ne? Okay, ich bin genau da, wo ich hin soll. Gibt's noch einen Weg? Vielleicht gehen wir da mal längs. Oh, guck mal, hier sieht es schon besser aus. Ein kaltes Gute hier. Oh, guck mal da, ein Füchschen. Geht's hoch, okay. Fuchs tut uns ja nichts anscheinend. Uns ist.
Lichtung der Ahnen entdeckt. Okay, aber mir. Ja. Gehen wir mal da rein. Das Mottenmesser haben wir trotzdem nicht. Finden wir das da drin? Ich weiß es nicht. So, gucken wir ganz kurz auf. Fest. Wir sind auf dem Weg zur Lichtung an und die Ursprünge jetzt müssen wir so. Und nachdem feststellen, dass nichts mehr blind, wenn wir sind. Hier muss es sein. Dann gehen wir mal rein. Hier mal das Schwert rausholen. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Dexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Lass meinen armen Dexion in Ruhe, denn der hat schon sein Augenlicht verloren. Also das ist schon hart genug für mich. Und Sünde ist es auch, dann mal ganz ab. So, wir sind über den Baum schon rüber. Okay. Okay, das sieht schon wieder ganz anders aus hier. Nur diesen Ort an. Hier ist seit Jahrhunderten niemand gewesen. Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Der Baum da war das Messer. Wo? Na gut. Wir müssen jetzt mal runter. Jetzt hoch. Wir gehen mal kurz da hinten hoch, bevor wir zur Lichtung gehen. Mal um zu schauen, ob da oben was ist. Da packen wir mal weg. Reichern sollte ich vielleicht zwischendurch. Jetzt weiter. Ein Wasserfall vorbei. Muss ich direkt runtergehen, aber ich komme einmal kurz hier um. Da haben wir Luft drauf. Nun gut, müssen wir doch mal runtergehen. Ups. Ah, das Wasser gelangt. Manche warme Quellen. Messer der Anziehungskraft. Hör mal. Dann die Rinde eines. Das wird dieser Baum hier sein. Gucken wir mal. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexion gesagt hat. Locke Motten an. Durchgehen und sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Und wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Dann sind auch ein paar Motten. Nehmen wir die auch mal mit. Okay. Also müssen alle, die hier so ein bisschen rumflattern, einsammeln. Ich habe ja schon 7 oder so, aber. Die wieder auf mich rumfliegen, müssen es eigentlich schon alle 7 sein, aber ist ja egal. Schauen wir mal, ob wir ein paar finden. Wir. Da drüben sind auch noch welche. Und jetzt auch. Noch welche? Ja. Da vorne haben welche, nehmen wir mit. Ach, rüber. So. Hallo, kleine Motten. Ja. Gehen wir hier hoch. Hier. Unten sind noch welche. Sechs. Und irgendwo waren bestimmt auch noch hier welche. Da vorne. Ja, sauber. Dann würde ich sagen, haben wir alle Motten, wenn die jetzt nicht wegfliegen da. 7. Ich glaube, das könnte genau das sein, worauf wir gewartet haben. Betritt die Lichtsäule, machen wir. Und liest die Schriftrolle der alten Blut. Gut, machen wir. Objekte gucken? Schriftrollen? Na.
Zuschauer wollen. Und Luftrolle der alten Bluter. Jetzt kriege ich wahrscheinlich eine Vision. Zeigt sie mir an, ich weiß es nicht. Oh! Eieiei, was passiert jetzt? Sprich mit Serana, wo ist sie denn? Serana! Und da kommt sie gelaufen, wir gehen ihr mal entgegen, dann geht schneller. Na, Serana, lass es zählen. Mhm. Hier. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Eine Sorge, mir geht es gut. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Er befindet sich in einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können die Prophezeiung endlich nach unseren Wünschen umschreiben. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Die Schriftrollen verrieten mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Okay, was machen wir? Was wisst ihr eigentlich über den Bogen? Nicht viel. Er taucht in geschichtlichen Überlieferungen an manchen Stellen auf. Aber man muss schon genau danach suchen. Soweit ich weiß, wurde er nie von einem Vampir geführt. Das wäre mal was Neues. Was hat das mit der Sonne zu tun? Eieiei. Viele auf einmal. Okay, ich glaube, dann konnten wir jetzt nicht. Das wird euch eine Lehre sein. Uiui, so schnell raus hier. Gehen auf einmal alle her. Was wollten die alle von mir? Na gut. Also, wir haben hier jetzt die Höhle, wo wir den Baum schlumpfen müssen. Dann müssen wir gar nicht noch direkt runtergehen und rausrennen. Das ist ja Schnuppelpuppe. Okay, jetzt müssen wir schnell den Auriels Bogen finden. Und dann werden wir wahrscheinlich ihren Vater töten müssen. Also, denke ich mal. Bin mir ja nicht hundertprozentig sicher. Kenne die Geschichte ja nicht. Aber das würde für mich Sinn ergeben. Oder diesen Aurelbogen einfach zerstören, damit der Vater nichts Schlimmes mehr machen kann. Man weiß es nicht. Guck mal auf der Karte. Da oben müssen wir hin. Oh Gott, wo ist denn der? Da sind die Höhlen, da waren wir doch schon mal, ne? Nein, waren wir echt noch nicht da? Okay. Ja? Was? Noch mal. Was denn der kürzeste Weg ist die Frage, ne? Hier durch vielleicht. Ich glaube, da müssen wir um den Berg rum. Gehen wir mal rein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt, was wir mit dem Bogen machen können. Mal sehen. Jeden Tag, den du wirst, ohne dich zu nähern, versteckt deine Kräfte. Das ist nicht für manche doch. Ausdauer wiederherzustellen, ne? Okay, jetzt habt ihr ein bisschen Angst vor mir?
Aber wir müssen da hinten hin, also müssen wir hier mal durchs Dorf durch. Drachenbrücke, da waren wir ja schon ein paar Mal. So. Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Brauch kein Geld von dir. Ein Vampir. Fress einfach. So. Müssen wir hier durch, denke ich mal. Wird der kürzeste Weg sein, wenn es geht. Mal vorstellen. Guck mal, diese ganzen Wasserfälle und so. Das sieht schon echt gut aus. Ich muss ab und zu aufpassen, dass ich nicht abschweife, mich nach hinten lehne und vom Mikro weggehe. Das tut mir leid, wenn es ab und zu mal leiser sein sollte. Man lehnt sich ab und zu zurück und ist sehr gemütlich. Zack. Jetzt will ich Iran aber auch bei mir. Halt nicht so. Na gut. Jetzt müssen wir jetzt dahin. Die taucht schon wieder auf. Ein Hund. Oh, meine Batterie lässt nach. Das soll uns aber nicht daran hindern, weiterzuspielen. Denn. Ich habe so ein Aufladekabel, was ich da mal reinstecken kann. Wuppdiwupp. So, weiter geht's. Eieiei. Was ist sie überhaupt dabei? Ja, doch, da ist sie. Ja, ich glaube, wenn man mal Schnellreise macht, dann sind sie nicht immer gleich vor Ort. Was ein bisschen schade ist, weil wir sie ja immer gut in unserer Nähe brauchen. Ja. Woher seid ihr gekommen? Wird euch eine Lehre sein. Ein kleiner Unterschlupf von den Wölfen. Wir müssen ja einmal außen rum, um da hochzukommen. Ja, das macht am meisten Sinn. Genau. So, gucken wir mal. Ich doch wieder nicht hoch, das ich jetzt schon. Wir müssen hier schon einmal außen rum. Aber ist auch kein Problem. Oh, guck mal hier. Kleiner weißer Fuchs. Ah, hier. Du scheinst schnell wieder schwer zu sein. Leider bist du auch schnell tot. Drache, okay. So, haben wir noch einen Drachen. Mal kurz einen. Das muss also das Wasser. Was hat er denn so dabei? Gold auf jeden Fall. Der Wetter kann Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Und eine kleine schnippische Tante, ne? So. Jetzt haben wir. Wie hoch? Wie weit wir hochkommen. Mal ganz hoch auf die Spitze. Yes! Cool. Und kleine Abkürzung dann. Bin ja mal gespannt, was gleich passiert. Also ich denke mal, wir werden da ankommen und das wird wahrscheinlich auch schon jemand anders da sein. Oder wir wurden die ganze Zeit verfolgt. Kann natürlich auch sein.
In dieser Schwarzfelshöhle. Schwarzfallhöhle, so war das, ne? Genau. So. Häschen. Das ist die Höhle, die hinter diesem Berg hier ist. Gucken wir mal. Mal drumherum. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, behaupte ich mal. Und ja, das richtige Weg hier vorne. Wird es schon sein. Na? Ach, guck mal hier. Oh, also rüber? Ja. Ja, das war richtig, würde ich sagen. Da ist die Höhle. Und diese Höhle werden wir beim nächsten Mal durchsuchen, um den Bogen zu finden. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.